Wir sind beim Community Camp Berlin. Neben mir steht Christiane. Christiane hat eben eine ganz interessante Session zum Thema Social Media in Behörden gemacht. Christiane, worum ging es bei der Session? Ja, also ich arbeite als Social Media Managerin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und wir als Bundesbehörde haben sehr positive Erfahrungen mit der Nutzung von sozialen Medien gemacht, was wir jetzt seit anderthalb Jahren eben aktiv machen. Und ich wollte darüber informieren, was Behörden im Social Web eigentlich so machen, was es für Nutzen für Behörden hat. Und letztlich möchte ich ganz gerne andere Behörden ermutigen, den Schritt zu wagen in die sozialen Medien, um eben mit dem Bürger in Kontakt zu treten und auch eigene Botschaften an Menschen zu bringen, die sich eben in sozialen Medien aufhalten und vielleicht nicht unbedingt das Amtsblatt oder die Pressemitteilung lesen. Also du hast in der Session auch sehr leidenschaftlich gewirkt. Das hat sehr überzeugend auf mich auch gewirkt. Ich bin davon überzeugt. Ja, und das noch in einer Behörde, wo ich vermute, es ist ja politisch nicht so ganz unkritisch, gerade in der jetzigen Zeit. Hochachtung, dass ihr da so erfolgreich seid. Wie reagieren eigentlich andere Behörden auf das, was ihr macht? Wie reagieren die, wenn du sagst, ihr könntet das auch? Also sehr neugierig, weil die meisten Behörden verstehen eigentlich auch oder wissen, dass man heutzutage eigentlich solche modernen Kanäle auch nutzen muss. Das heißt, sie kommen auf uns zu und fragen, wie macht ihr das? Wie sind eure Erfahrungen? Wir würden das gerne auch machen, aber wir wissen nicht genau wie und wir haben eigentlich auch kein Personal und diese und jene Probleme. Und wir versuchen dann eben durch unsere guten Erfahrungen vielleicht ein bisschen dazu beizutragen, dass auch die Ängste so ein Stück weit genommen werden. Ihr habt auch einen Shitstorm überstanden, ganz gut überstanden, hast du berichtet. Und von dir kann man ohnehin ein bisschen mehr lesen. Da gibt es eine Adresse im Netz, wo du auch bloggst und so ein bisschen was drüber beschreibst. Kannst du die mal nennen? Genau, also ich habe einen Blog, der heißt Amt 2.0. Und da gebe ich eben Tipps für Behörden, die in sozialen Medien aktiv werden wollen. Zum Beispiel zum Thema, wie macht man ein Social Media Konzept? Wo bekommt man Bilder her, die man ohne Urheberrechtsprobleme posten kann? Oder was mache ich eben zum Beispiel, wenn da ein Shitstorm ins Haus steht? Wie kann ich darauf reagieren und das vielleicht überleben? Und dazu kann ich auch sagen, man sollte nicht aus Angst vor einem Shitstorm es nicht machen. Denn wenn man sich gut darauf vorbereitet und so ein paar Sachen im Hinterkopf hat, dann kann man das auch wirklich ganz gut überleben. Also schönen Dank für deine ganzen vielen Informationen. Weiter viel Erfolg. Schönen Dank fürs Interview. Danke, ebenso.